Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute spielen wir The Star Named Eos. Es ist ein sehr langer Name. Wir machen das natürlich gerade wieder live im Stream. Deswegen seht ihr überall hübsche, niedliche Emojis. Wenn ihr auch mal live dabei sein wollt, bevor ich es vergesse zu sagen, ne, schaut gerne mal bei mir auf Twitch vorbei oder auch auf TikTok. Das streame ich nämlich auch sehr gerne. Aber jetzt spielen wir erstmal das Spiel an. Los geht's. Reiter, neues Spiel. Was ein Übergang. Da wurde schon das erste Foto gemacht. Dem habe ich nicht zugestimmt. Day. Day. Ja? Sind wir das? Have you ever looked forward? Hast du dich jemals darauf gefreut, deine Augen zu öffnen? Im Hintergrund Susi. Miau. Dayrusher fühlen sich angesprochen. Ja, verständlich. Oh, warte mal. Muss ich hier irgendwas machen? Ich muss was machen, ne? Warte mal, wo kommt... Was? Was war das gerade? Da waren so... Moment mal. Ich kann mich ja bewegen. Ich kann mich ja um... Oh Gott, Hilfe. Oh, ist es so ein Follow-Me-To-Trend-Bild. Kennt ihr den Trend von Instagram noch? Machen das noch Leute? Ist das noch ein Ding? Diese Follow-Me-To-Bilder? Macht man das noch? Nee, oder? Oder ist es mittlerweile schon wieder... Ist es schon so retro, dass man das wieder macht? Hast du jemals davon geträumt, dass das, wonach du so lange gesucht hast, direkt vor deinen Augen liegt? Oh. Ein Stern. Oder die Sonne, ich weiß es nicht. Everything shines. Alles, einfach alles um uns herum erscheint im sterellen, was? Erscheint im hellen Strahlen. Wenn du zu den Sternen heraufblickst, blicken die Sterne auch wieder auf dich herab. Pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Wir können nicht in die Option gehen. Ich wollte gerade sagen, ich würde es gerne für euch jetzt einmal die Sprachausgabe ausmachen, dann kann ich es vorlesen. Ich werde es jetzt einfach rüberlesen, okay? Ich hoffe, das ist okay. Für die Leute, die vielleicht nicht so gut Englisch können. Sie verschwinden nicht, nur weil du deine Augen schließt. Das ist wohl wahr. Sie verblassen auch nicht, nur weil eine Wolke drüber zieht, vorüberzieht. Guck mal, Vorlesen und ich ist eine schwierige Sache anscheinend. Du musst nur deine Augen öffnen. Und du wirst Sternschnuppen voller Wünsche sehen. Ah! Jetzt fühle ich mich geblendet. Was ist hier los? Day. Are you asleep? Schläfst du? Ja, ich schlafe. Nein, ich schlafe nicht. Das sage ich sehr oft. Ich sage oft, wenn ich gefragt werde, schläfst du schon? Nee. Nein, nein. Und eigentlich bin ich schon halb am Schlafen. Ein Brief. Warum wird ein Brief hingelegt? Wer hat einen Brief hingelegt? Und weg. Schon wieder der gleiche Traum. Ja, was für ein Traum jetzt. Das Zimmer ist etwas dunkel. Am besten mache ich die Tischlampe an. So, mal gucken. Das ist voll der süße Pulli, der hier rüber hängt. Oh. Schön ist das irgendwie. Mein dunkles Zimmer lässt das einfach ein Licht blendend hell erscheinen. Komm, da gehen wir mal zur Lampe. Die machen wir an. Jetzt. Jetzt ist es gleich viel heller. Das ist der Brief. Today. Ein Brief, adressiert an mich. Foto eines Zugfensters. Du wirst sicher ein besseres Foto hinbekommen, Mama. Ein ähnliches Motiv habe ich irgendwo schon mal gesehen. Aber wo ist die Frage? Ich dachte gerade, sah unser Fenster nicht ähnlich aus gerade mit der Vase? Mein lieber Day, wie geht es dir? Während meiner Reisen denke ich immer nur an dich. Als Fotografin ist es mein Job, die Schönheit mit der Linse einzufangen. Ich weiß, dass du mehr Talent hast als ich, Day, und ich bin sicher, dass du schon bald noch mehr Schönheit in diese Welt entdecken wirst. Alles, einfach alles um uns herum erstrahlt in hellem Schein. Wenn du zu den Sternen hinaufblickst, blicken die Sterne auch auf dich herab. Sie verschwinden nicht, nur weil du deine Augen schließt.
Sie verblassen auch nicht, nur weil eine Helde... Oh, das ist das, was gerade eben gesagt wurde in der Sequenz, ne? Also ist das quasi ein Part aus diesem Brief, an den wir uns vielleicht erinnert haben? Oder etwas, was unsere Mutter uns früher schon gesagt hat? Könnte das sein? Sie verblassen auch nicht, nur weil eine Wolke vorüberzieht. Du musst nur deine Augen öffnen und du wirst Sternschnuppen voller Wünsche sehen. Ich schreibe diesen Brief während der Zugfahrt zu meinem Reiseziel. Die roten Vorhänge und Blumen stehen in einem schönen Kontrast zum Grün der Wiesen draußen. Ich wünsche, du wärst hier mit mir, um es zu sehen. Alles Liebe, Mama. Süß. Das ist ein bisschen süß. Das ist ein bisschen sehr süß. Was haben wir hier? In dieser kunstvollen Spieldose schlummert die Melodie meiner Erinnerung. Können wir jetzt... Ah, warte mal. Okay, da haben wir die Fotos. Können wir die anwenden dann quasi darauf? Das klappt so nicht. Okay. Kann man das irgendwie anmachen hier? Ich will es anmachen. Müsste hier eine Kurbel sein und die fehlt? Kann das sein? Da unten sehe ich ein Foto. Ich würde das gerne angucken. Guck mal, das können wir doch nachstellen jetzt. Das ist doch wie das Zugfenster. Guck mal, das hat doch auch diesen... Hä, warte mal. Das sieht doch ziemlich genauso aus. Wenn wir jetzt noch hier eine Blume reinpacken würden. Ein Album für meine Übungsfotos. Ist schon eine Weile her, dass ich ernsthaft ein Foto geschossen habe. Ja, bestimmt, wenn Yasi im Hintergrund sitzen würde, dann müsste sie vorlesen, ja. So, was haben wir hier? Ach, süß. Oh, ich dachte, wir können das öffnen, aber nee. Also noch in die Hand nehmen, das Foto. Warte mal. Noch ein Ticket? Ist das ein Disneyland-Ticket? Sieht irgendwie so aus, ne? Das ist voll süß. Habt ihr auch so ein Album? Warte mal, das... Oh, Fetzen einer Buchseite? Daraus sind niedliche Charaktere. Aha, die kann ich einsammeln. Hier ist ein Pfeil, aber da fehlt ja was, oder nicht? Hier fehlen Fotos. Oh, warte mal, das ist das... Hier, mit dem Zugfenster. Warte mal, kann ich das einkleben? Kann ich das hier reinmachen? Nee, kann ich nicht. Ich glaube nicht, dass es hier hin sollte. Aber hier sind doch noch so Sachen frei. Na gut, vielleicht nicht. Was ist das? Oh, ein Puzzle. Oh mein Gott, das ist so ein Rätsel. Wie in diesen ganzen Werbungen für irgendwelche Handygames, die niemals so sein werden. Und das ist quasi aber so ein Spiel. Ich bin gerade fasziniert davon. Aber warte mal, wo muss das... Hä? Warte mal, wo muss denn das hin jetzt? Die Frage ist, was ist das Ziel jetzt? Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr diese Ads für solche Spiele, die niemals so vom Gameplay her sein werden? Kennt ihr das? Ich meine, solche Rätsel liebe ich normalerweise auch, aber ich bin gerade ein bisschen lost. Ich weiß nicht, wohin wir mit den Sachen hier müssen. Kann ich das nicht nach unten? Achso, warte mal. Ich muss ein anderes rausziehen, ne? Müssen die vielleicht einfach nur in die Ecken? Oder müssen die in die Mitte? Aber der hier bewegt sich ja nicht, oder? Ah doch, die bewegen sich doch. Ich habe noch nicht ganz raus, wo die überhaupt hin müssen, die Sterne. Ich hätte jetzt gesagt, in die Mitte vielleicht. Was sollen diese Zeichen hier? Soll das irgendwas bedeuten? Nee, der ist fixiert hier, ne? Der ist auch fixiert. Warte mal, gibt es irgendwo einen Hinweis, wie wir das machen müssen vielleicht? Ui, hallo, wer bist du denn? Oh Gott, ich liebe so rätselige, süße Games, ne?
Wir gucken das andere Rätsel gleich nochmal an. Erstmal gucken wir das an. Hier fehlt was. Okay, das ist schon mal interessant. Warte mal. Also das hier. Ich weiß nicht, ob uns das hilft gerade, aber da sind auf jeden Fall ja auch schon mal Sterne. Wir haben uns ja auch noch nicht komplett umgesehen, ne? Oh, warte mal, da hinten ist was mit Sternen. Hier ist eine Pflanze. Eine Topfpflanze macht jeden Raum lebendiger. Aber warum steht sie in diesem Karton? Das sieht super süß rätselig aus, das Game, ne? Ich finde auch. Oh mein Gott, ganz viel so Rätseln. Habe ich diese Form nicht irgendwo gesehen? Oh, das ist so ein Rätselding. Okay, wir müssen aufmerksamer hier durch die Gegend gucken. Es gibt super viele Sachen, die wir uns anschauen können. Oh, warte mal. Ist es, aus diesem Buch ist doch die Buchseite, die wir haben, oder? Ja, guckt mal. Da. Oh. Ja, da. Warte mal, das ist doch das Symbol. Aha, guckt euch das an. Also, es muss hier sein. Sollen wir uns das mit den Uhrzeiten merken vielleicht? Weil das ist ja wie die Uhr. Aber nicht ganz, ne? Eins, zwei, uns fehlt ja ein bisschen was dann dazwischen immer. Wir könnten sagen, 1, 3, 6, 9 und dann ist es halt 7 oder 8. Wisst ihr? Dann können wir uns das merken. Wenn wir jetzt das als 11 bezeichnen, dann wissen wir, es ist nicht das und es ist nicht das, es muss das sein. Also 10 oder 11. Hallo Nash! Also sagen wir einfach mal 11. 11, 3. 11, 3, 12. 11, 3, 12. 11, 3, 12. 11, 3, 12. Könnt ihr euch das merken? 11, 3, 12 und 7. 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 Oh, nice. Okay, schnell. 11, 3, 12, 7. Habe ich einen übersehen? 11, 3, 12, 7. Ich fand die Idee mega geil, das so zu machen. Kann man das resetten irgendwie? Moment mal. Das war doch die beste Lösung überhaupt. Okay, wir gucken nochmal durch. Wahrscheinlich habe ich irgendwo was übersehen. Das war doch aber auch richtig, wie wir das gemacht haben. Jetzt bin ich verwirrt. Jetzt bin ich sehr verwirrt. Bibs, hallo. Hallöchen, Bibs. Hä? Muss man das vielleicht doch resetten? 11, 3, 12, 7. Vielleicht rückwärts? Die hat das falsch rum an. Ja, sie hat es falsch rum an. Stimmt. 11, 3 statt 12 ist 6. 11, 3, 6, 7. 11, 3, 6, 7. Ich habe nicht aufgepasst. 11, 3, 6, 7. Ja, okay. Yes, wir haben es. Und wir haben die Blumen. Oh mein Gott, die Blumen. Wir brauchen die Blumen. Ich glaube, wir müssen nämlich das Foto am Fenster nachstellen. Wir müssen dieses Foto nachstellen. Und dafür brauchen wir die Vase. Die muss nach da. Kann ich die da hinschieben? So, warte mal, erstmal können wir... Moment. Ich muss hier mal... Gut, ich muss doch mal... Hallo? Entschuldigung? Hä? Ich meine es ernst, ich will das nachstellen. Warum kann ich das nicht nachstellen? Hallo. Oh, das geht nicht. Och Mann, ich dachte, das wäre schlau. Oh nee. Oh nee, ein Pin. Im Tresor ist mein Geburtstagsgeschenk von damals.
Ich denke, ich kenne den Code. Ja gut, ich hoffe auch. Ich hoffe auch, dass wir den kennen. So viele Orte, an denen ich noch nie war. Auf diesem Foto sehen wir alle so fröhlich aus. Hier ist auch noch ein Code. Oh, Nord, Ost, West, Süd. Auf dem Schloss sind Buchstaben eingraviert. Aha. Also einen Kompass suchen wir vielleicht. Obwohl, also hier ist schon mal eine Karte. Wir haben doch safe hier noch voll viele Dinge zum Anschauen. Ah ja, guck mal, da haben wir noch was. Ich freue mich schon drauf, mit Mama Sterne gucken zu gehen. Guck nochmal auf dem Schreibtisch. Hier ist doch vielleicht noch was. Mein lieber Day, alles Gute zum Geburtstag. Sieh dich um. Wenn du aufmerksam bist, wirst du feststellen, dass die Welt voller Überraschung ist. Guck mal hier, das ist doch bestimmt das Datum. Rate mal, was ich dir besorgt habe. Etwas, was du schon immer haben wolltest. Alles Liebe, Mama. 0524. Null, fünf, zwei, vier. Yes. Und da ist auch ein Kompass drin. Perfekt. Damit kann ich jeden beliebigen Moment im Leben einfangen. Das finde ich gut. Und ein Taschenkompass. So, hier ist ein Symbol drauf, aber hier nicht, ne? Er funktioniert nicht, weil einige Teile fehlen. Einige der Muster sind auch abgegriffen. Oh, ich dachte, damit haben wir die Lösung für das andere Rätsel. Ah, so, wartet. Da ist das Fenster. Kann ich jetzt noch die Teile einfügen? Oh. Aber ich hätte ja noch die Blume gehabt, die dann zu machen. Das sieht wie im Foto aus, das Mama mir geschickt hat. Aber irgendwas fehlt. Ich weiß, ich wollte doch die Blume da reinpacken. Kann ich das hier aus diesem Menü machen? Moment mal, ich hatte das doch schon versucht. Warum geht das nicht? Jetzt! Frech, jetzt geht es. Jetzt kann ich das machen. So, warte mal, was ist da noch? Vorhänge bräuchten wir noch, ne? Können wir irgendwas als Vorhänge benutzen? Vielleicht kann ich ja eines Tages meine eigene Fotoausstellung veranstalten. Haben wir sonst noch hier irgendwas? Nee. Ich glaube, damit sind wir durch. Also hier unten ist das, was ich auf den Kompass beziehen muss. Weil hier haben wir ja, ne, hier haben wir Nord, Ost, Südwest und so drauf. Wir können zumindest das Symbol von dem hier schon mal eintragen. Das ist dieser Stern. Da, das ist schon mal korrekt. Okay, dann haben wir... Na, sind schon einige Symbole, die wir haben, ne? Vielleicht ist der ja auf einem Foto drauf. Diese Knobelbox habe ich selbst gebastelt. Ich hatte mehr Spaß daran, die Sterne aufzureihen. Bedeutet das halt, wir müssen die einfach nur in irgendeine Reihe einmal bringen? Also das ist wirklich nur einfach, dass die einmal eingereiht werden müssen? Verstehe ich das jetzt richtig? Aber wie... Ach so, warte mal, das... Nee, der kann ja nicht... Wenn der jetzt da rausgeht, dann geht das ja nicht. Wie machen wir denn das? Weil die sind fix hier, glaube ich. Oder? Testen das nochmal. Der dürfte sich nicht drehen. Ne, genau, der ist fixiert. Aber so können wir es, glaube ich, lösen. Wenn wir jetzt die da hinschieben. Oh ja, so klappt's.
den so. Ja, den so. Den so. Jetzt sind sie aufgereiht. Yes. Okay. Oh, da ist die Kurbel. Ich meinte doch noch, da fehlt eine Kurbel. Yes, we did it. Auf dem Bild wäre, glaube ich, ein Symbol. Vielleicht die Himmelsrichtung des Zimmers. Das gucken wir uns gleich an. Wir haben auf jeden Fall jetzt die Kurbel. Damit haben wir den nächsten Step schon mal. Vielleicht bringt das uns dann auch weiter. Warte mal, wo war es? Achso, hier rum. Da war das. Ich liebe so Games. Ich liebe es einfach. Kann man hier irgendein Pferd rausnehmen oder so? Eine Figur! Ha! Die brauchen wir. Die brauchen wir. Das ist hier für das Puppenhaus. Komm her. Oh. Ein Fanposter. Ich sollte es irgendwo anbringen. Ich meine, Poster ist zu groß für unser Album, aber... Da. Jetzt, sie waren voll Erinnerung. Okay, aber das war jetzt ja nicht noch ein weiterer Step. Also ich gehe die ganze Zeit davon aus, dass wir hier noch Vorhänge brauchen. Wir können ja mal trotzdem ein Foto machen, ne? Aber das hier. Wir probieren das mal. Ich glaube halt, da fehlen noch die Vorhänge. Es sieht nicht wirklich aus wie Mamas, wie ein Mamas Foto. Ja, guck mal, ist immer noch falsch. Lass uns da nochmal reingucken. Jetzt sind hier noch Symbole. Aber hier ist nämlich auch so eine Sonne. Und hier ist ein Pfeil nach da. Vielleicht heißt das dann Osten mit der Sonne. Oh ne, hier sind so andere Symbole. Das passt irgendwie nicht dazu, ne? Hm. Ja, weiß ich nicht. Ups. Weiß ich nicht. Irgendwie. Was hat es damit auf sich? Viele Orte, an denen ich noch nicht war. Das hatten wir schon. Also wir stehen jetzt vor diesem Rätsel. Mit den Richtungen. Im Schloss sind Buchstaben eingraviert. Ja, aber also... Das ist ja klar, was für Buchstaben das sind. Und wir haben den Kompass. Oder haben die alle einfach dasselbe Symbol? Nee, das glaube ich aber nicht. Das fände ich sehr strange. Wahrscheinlich müssen wir uns das einfach nochmal ganz genau ansehen, alles. Naja, das war auch klar irgendwie. Wo könnte das denn logisch sein? Wenn wir uns jetzt überlegen, ne, dass das... Der letzte Hinweis war ja, also wir haben das geöffnet. Dafür haben wir die... Das hier bekommen. Wenn wir irgendwo ein Bild von diesem Kompass hätten, wo er noch heil war, das wäre es natürlich, ne? Hier gibt es auch nichts anderes, aber hier ist ja nichts. Können wir da irgendwas rausnehmen? Nee. Ha. Ich stehe auf dem Schlauch, glaube ich. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Hallo Psytro, na? Es klappt soweit ganz gut, glaube ich, ja. Ich stehe nur auf dem Schlauch.
Ich stehe komplett auf dem Schlauch gerade. Können wir was mit der Pflanze machen? Nee. Hier ist noch so eine Art To-Do-Liste oder so, glaube ich. War bei der Geburtstagskarte noch eine Info? Nee, da auch nicht. Wo hier ist auch wieder der Stern noch so drin. Den seht ihr nicht, der ist unter der Kamera. Das haben wir gelöst. Ja, wir müssen uns hier gerade so ein bisschen durch so kleine Rätsel durchrätseln. Jetzt brauchen wir gerade diese Symbole, die hier auf dem Kompass sind, passend zu den Himmelsrichtungen. Und hier fehlen anscheinend ein paar Elemente in dem Ding. Warte mal, kann man die umdrehen? Nee, kann man nicht. In dem Regal, da ist gefühlt, müssen wir da doch auch noch was angucken können. Aber irgendwie können wir das nicht. Hier war ja auch nichts noch drin, ne? Nee. Können wir noch an dem Poster irgendwas sehen? Ach, guck mal hier, ein Symbol. Das sieht nach einem Symbol aus. Ah, wartet mal. Heißt das? Sind vielleicht... Nee, okay. Ich dachte gerade so, dann ist das auf jeden Fall ein... Dann sind es vielleicht doch die Bettsachen. Hier, guck mal, ja. Da oben ist auch ein Symbol, ne? Da ist dieses... Dieses Peak ist da. Mhm. 0524 war der Code für die Kamerabox. Das haben wir schon. Aber sehr aufmerksam hingesehen auf jeden Fall. Sehr, sehr gut. Das ist das Symbol. Dann muss das, wenn das Norden ist, der Stern, muss das für Westen sein. Und dann müssen wir hier irgendwo noch ein Symbol sehen. Vielleicht die Sonne auf dem Buch. Es kann ja sein, dass das zählt. Und dann hier ist... Oh ja, da ist das Dreieck. Okay, wir probieren das mal. Wartet mal. Norden, dann hatten wir Westen. War das? Süden war dann das Dreieck. Und Osten war die Sonne, ne? Warte mal. Auch das dann? Nee, dann war das falsch. Warte mal, dann brauchen wir da noch ein Symbol. Dann ist es nicht die Sonne hier von dem Buch. Also, Moment mal, nochmal. Also, hier ist... Der Norden, würde ich sagen. Der Nordstern hier da auf dem Ding drauf. Dann muss das Norden sein. Dann wäre das hier Westen. Dieses Peak-Ding. Seht ihr noch eins der Symbole gerade irgendwo? Die Tapete hat auch die Symbole, ne? So ein bisschen fällt mir gerade auf. Weil das hier ist jetzt entweder dann Süden. Er muss ja... Nee, warte mal. Muss nicht Süden sein. Stern auf dem Kalender. Ach da, ja, stimmt. Oh mein Gott. Das ist aber auch ganz klein da, ne? Der ist ja winzelig. Haha, dann ist das Westen. Aber dann war das doch Norden. Dann ist Süden. Müsste dann der Stern sein. Und dann wäre Osten das. Das. Oh, es war richtig. Oh, nice. Ja, jetzt haben wir die Vorhänge. Perfekt. Okay, das ergibt Sinn. Jetzt können wir hier die Vorhänge anhängen. Yes. Jetzt haben wir das wie im Foto hier nachgestellt. So. Auf hier. Achso, ich will mal da drücken, weil da die Kamera zu sehen ist. Ah, we did it. Mein lieber Day. Ich war immer der Meinung, dass das, was man sieht, die Realität ausmacht. Wenn du etwas siehst und es als schön empfindest, ist es Schönheit. Mein Foto eines Fensters. Ich glaube, jetzt können wir das in unser Album einkleben. Oh, warte mal, sind wir jetzt... Oh. Wir sind jetzt auf dieser Zugreise, ne? Today. Das nächste Bild. Foto von leckerem Essen. Fühle jeden Moment im Leben mit deinem Herzen und Mama. Oh, jetzt müssen wir das nächste Foto nachstellen. Oh Gott, ich liebe das. Ich liebe das Game. Wie süß ist das bitte? Oh, es ist so süß. Ich liebe es. Mein lieber Day, die Kamera, die ich dir gegeben habe, ist die beste, die ich jemals hatte. Sie muss auch so gut sein, um mit deinem Talent mithalten zu können. Gerade bin ich in einer großen Stadt voller Leben. Wenn ich Pause mache, komme ich oft in dieses Café
um am Fenster zu sitzen und die Passanten zu beobachten. Mit deinem Talent, Schönheit einzufangen, könntest du hier sicher tolle Fotos machen. Ich war immer der Meinung, dass das, was man sieht, die Realität ausmacht. Wenn du etwas siehst und es als schön empfindest, ist es Schönheit. Aber was noch viel wichtiger ist, das Essen hier ist absolut spitze. Ich hoffe, wir können es eines Tages gemeinsam genießen. Ich freue mich an den Tag, den wir uns versprochen haben. Alles Liebe, Mama. Guck mal, wir haben schon hier so eine Decke, ne? Das passt doch schon mal hier mit den Pflänzchens. Kann ich Essen bestellen hier mit der Klingel? Oh Gott, was passiert? Was passiert? Day, schläfst du? Wir träumen einfach nur. Wir träumen to be continued. Nein, das war schon das Ende der Demo. Ich war jetzt richtig hooked, das nächste Foto nachzustellen. Oh, wir hoffen, dass dir unsere Demo gefallen hat. Ja, hat sie. Aber ich will mehr. Wie lustig ist das, dass sie hier einfach Facebook, X und Discord haben. Warum nicht Instagram? Das war cool. Das hat mega viel Spaß gemacht jetzt schon. Oh, ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, das war auch schon die Demo von dem Spiel. Ich finde es richtig cool bis hierhin. Ich habe richtig Bock, direkt weiterzurätseln. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr cute. Ich mag den Vibe. Ich kann es mir auch richtig gut vorstellen, dass man das auf der Switch spielt. Oh Gott, ich hoffe, es kommt für die Switch. Das wäre so schön. Aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ne? Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Hier fliegen schon wieder die Kamera-Emojis durch die Gegend. Liebe Grüße vom Twitch-Chat an der Stelle natürlich auch. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald im nächsten Video oder live im Stream. Macht's gut. Tschüss.